Und jetzt habe ich also die junge Dame anzusagen, die wir vorher schon im Programm gesehen haben. Ich weiß nicht, wie ich es noch steigern könnte. Ich kann nur noch einmal unterstreichen, dass sie also von der Kritik in Deutschland ungeheuer gelobt wird und dass sie für mein Gefühl ein sehr expressives Auftreten hat. Sie hat also wirklich jeden Takt, jeden Rhythmus im Körper mit drin, auch in der Stimme. Es ist ein Soul-Feeling, wie man es von einem Mitteleuropäer eigentlich nicht gewohnt ist. Joy Flaming mit Change It All. Joy Flaming und Don Anderson haben uns hier auch etwas bewiesen oder heute gezeigt, was in Amerika seit Jahren gang und gäbe ist, nämlich dass zwei Künstler, die sehr wohl als Solisten existieren könnten, miteinander auftreten, zum Beispiel auf Plattenproduktionen oder im Fernsehen. Und damit ist für heute auch schon wieder Schluss. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, auf Wiederluege in der Schweiz und Dankeschön fürs Zuschauen in Österreich.